Unser Alltag und damit auch unsere Freizeit sind ohne Internet, besonders ohne YouTube, gar nicht mehr vorzustellen. Ihr habt euch doch bestimmt schon mal gefragt, wie ein YouTube-Video entsteht und wie viel Aufwand es benötigt, eins herzustellen. In diesem einmaligen Video möchte ich euch anhand meines Kanals das genauer erklären. Meine YouTube-Videos müssen 4 Stationen durchlaufen, bevor sie veröffentlicht werden. Die erste Station ist das eigentliche Erstellen eines beliebigen Inhalts. Zum Beispiel bei mir das Anfertigen eines Gameplay-Videos. Vorab können Vorbereitungen getroffen werden, zum Beispiel das Überlegen eines Gesprächsthemas oder in diesem Falle das Anfertigen eines Skriptes. Aufnehmen kann man mit einem Aufnahmeprogramm wie Fraps, Camtasia oder OBS bzw. OBS Studio. Nun haben wir die Videodatei, doch diese ist meist 4 GB groß und unmöglich auf YouTube hochzuladen. Deswegen muss die durch Station 2 hindurch. Das Schneiden und Rendern. Beim Schneiden und Rendern wird die Datei in einem beliebigen Programm importiert. Darin wird es geschnitten und danach gerendert. Rendern bedeutet so viel wie das Erstellen einer Datei aus verschiedenen Videos im Renderprogramm und auch das Verkleinern des Endvideos. Beispiele für Programme sind Camtasia, Premiere oder Vegas Pro. Das Rendern kann verschieden lange dauern. Es kommt auf die Auflösung, Bitrate und vielen weiteren Faktoren wie PC-Setup an. Nun haben wir das fertig gerenderte Video, doch wir sind noch nicht fertig. In der dritten Station wird das Thumbnail und die Videobeschreibung des Videos angefertigt. Das Thumbnail kann mit verschiedenen Programmen erstellt werden, egal ob mit Photoshop, GIMP oder Paint. Nun kommen wir zur letzten Station, das eigentliche Veröffentlichen. Nun wird das Video öffentlich gemacht und auf verschiedenen Plattformen verlinkt, wie zum Beispiel Twitter oder auch Division. Das soll es auch erstmal gewesen sein und ich hoffe, ich konnte euch den Ablauf etwas näher erklären. Dieses Video war für mich sehr aufwendig und wenn ihr mehr in die Richtung haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Das war es von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.